Was muss man zur Impfung mitnehmen? Am besten ist es, man hat eben eine kleine Zusammenfassung mit auf alle Fälle von den Medikamenten, die eingenommen werden und bestenfalls auch der Grunderkrankungen und in welchem Stadium oder in welchem Zustand diese Grunderkrankung ist. Denn wie gesagt, ein Bluthochdruck ist nicht ein Bluthochdruck. Es gibt Unterschiede und es sollte so genau wie möglich einfach mitgenommen werden.